Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Animal Crossing. Mal wieder in Videoform. Und ich wollte die ganze Zeit mal nutzen, um euch darauf hinzuweisen, was für ein Event demnächst ansteht und euch mal so ein bisschen zu zeigen, was wir alles so in der letzten Zeit gebaut haben. Falls ihr mal nicht im Stream dabei wart, dann gebe ich euch jetzt mal, während ich über das ganze neue Event rede, mal so eine kleine Inseltour. Also fangen wir aber mit dem Haus an und was sich daran verändert hat. Aber wir reden danach auch direkt über das neue Event. Also erstmal, danke an eure ganzen Poster, die dafür gesorgt haben, dass wir hier wahnsinnig viel jetzt haben. Und immer den Fernseher anlassen, ist ja unmöglich, ey. So. Ansonsten hat sich hier oben halt wenig verändert, aber falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, haben wir jetzt einen wunderschönen, fancy Disco-Raum hier unten. Okay, wunderschön, oder? So. Aber das ist noch nicht alles, was sich auf der Insel so getan hat. Und wenn wir zum Event kommen, machen wir das am besten auch, wenn wir an der richtigen Location dafür sind. Deswegen, hier oben haben wir unsere Music Location, so unsere Jam Session. Dann haben wir hier oben den wunderschönen Gartenbereich. Während wir hier zum American Diner kommen, das wir jetzt auch schon hier fertig haben. So. Hier hinten so der kleine Spielplatz und das alles hat man ja schon gesehen. Unser Basketballfeld hier. Hallöche, Jimmy. Während wir hier in unserer oberen Stadt, hat sich wenig getan. Was aber auf jeden Fall neu dazu gekommen ist, ist hier unser großer Park mit dem Spielplatz drin. Der ist jetzt hier komplett neu. Mit jeder Menge auch von den neuen Hecken. Und hier dieser neue Weg, der jetzt hier außen rumführt. Wo Jimmy den Weg blockiert. Entschuldigung, Jimmy, darf ich mal? Dankeschön. Aber was wird das schöne, große, neue Event? Ja, das wird der Museumstag. Und damit willkommen hier zu meinem Museum. Doch bevor wir das Museum noch weiter betrachten, haben wir noch hier oben, für alle, die es interessiert, ein wunderschönes Fitnessstudio mit einem Box- und Wrestling-Ring, wo man sich ordentlich drauf hinlegen und chillen kann. Aber was hat der Museumstag in sich? Der Museumstag startet erstmal am 18.05. Also schon in 2 Tagen können wir den Museumstag machen. Und dann heißt es ins Museum gehen und auf Stempeljagd. Also ihr bekommt ein Stempel. Das sieht im Endeffekt aus, wie kann man das da beschreiben? Wie bei den Nuke-Meilen habt ihr dann auch so die Möglichkeit, das abzustempeln. Also ich würde sagen, am ehesten ähnelt es so einer Richtung her. Also es hat dann eher diese großen Stempel drauf. Und ihr könnt dann fleißig Stempel sammeln. Und dann bekommt ihr dafür dann auch vom guten Eugen Belohnungen. Also es heißt dann, schön ins Museum rennen, überall alles abchecken und dort alles abstempeln. Das wird der Museumstag sein. Und der wird, wie gesagt, am 18.05. sein. Hoffentlich wird das Wetter hier langsam mal ein bisschen besser. Ist nämlich echt schlimm gerade. Hier oben hat sich übrigens wenig getan. Also hier habe ich jetzt nur noch so ein bisschen den Koffer hingestellt. Auf unserem kleinen Campingplatz hier oben. Warum sind ja nicht 2 Hecken? Das fällt mir gerade jetzt erst auf. Ich glaube, da wollte ich gar keine 2 hinbauen eigentlich. Aber egal. Hi, Jimmy. Ich finde es immer noch besser, wenn man diese Rillen so ein bisschen wegmachen könnte. Aber man kann ja leider darunter nichts mehr setzen. So, das hier ist unser Keks. Hi. Oh mein Gott. Das hier ist immer noch dann unsere andere Stadt. Wo wir eigentlich auch so gut wie fertig sind. Noch so ein paar Kleinigkeiten, die man hier und da noch verändern könnte. Noch ein paar Blumen, die hier noch fehlen. Aber ansonsten sind wir da auch eigentlich so,
soweit es geht, fertig. Hier überlege ich halt noch so ein bisschen das Ganze so zu einer Mauer zu machen. Aber ansonsten bin ich damit sehr zufrieden und eben auch dem, was wir als erstes gebaut haben, unserem Japan-Park hier mit den unterschiedlichen Sachen wie auch dem Go-Brett und so weiter. Das ist so, unsere Stadt, ihr seht selber in der Karte unten, dass das Ganze so wie so ein L aufgebaut ist. Also das nächste, was wir bauen werden, kommt dann nach oben. Moment. Das wird dann da oben rechts so hinkommen. Dort werden wir dann wahrscheinlich so ein Fußballfeld oder auch ein Gefängnis hinbauen. Also es kann sein, dass wir hier oben unser großes Gefängnis hinbauen. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr so die Idee findet von einem Gefängnis. Ich persönlich habe da voll Bock drauf. Ich weiß nicht, wie wir es unbedingt hinbekommen. Aber ich glaube, dass es echt ganz lustig werden könnte, wenn wir dann sowas in der Art angehen. Währenddessen hacke ich gerade noch ein bisschen Holz. Ich habe gesehen, Holz heute der 5-fach-Bonus auf dem Holzhacken ist. Und da wir gerade auch noch ein bisschen Geld brauchen, dachte ich mir, einfach mal ein bisschen was sammeln noch. Aber, was haltet ihr vom Museumstag? Freut ihr euch schon drauf, für Eugen ein bisschen hier das Museum unsicher zu machen und eure Belohnungen abzustauben? Ich bin gespannt, was es gibt. Ob wir eben nur so eine kleinere Sache bekommen wie bei den letzten Sachen eher. Oder vielleicht kriegen wir auch irgendwas Cooles Neues von den eher sternenmäßigen Sets. Weil die waren ja beim letzten Mal, wenn wir bei Eugens Schwester Sachen bekommen haben, haben wir da immer so diese Sternzeichen-Sachen bekommen. Von daher können wir echt gespannt sein, was wir da dann so alles abstauben können bei dem neuen Event. Und ich sammle noch gerade mal ein bisschen Geld. Deswegen schön meine ganzen Früchte ernten. Und natürlich auch noch immer schön Unkraut mitnehmen. Das brauchen wir ja alles für die Hecken. Der Baum hier übrigens, der muss unbedingt weg. Der steht ja genau im Weg. Was habe ich mir dabei nur gedacht? Dass ich den noch nicht weggemacht habe. So. Was wir übrigens auch beim nächsten Mal, demnächst besser gesagt, angehen werden, ist natürlich mal das Suchen von einem neuen Bewohner. Denn wir haben ja derzeit ganz klar einige Bewohner, die uns tierisch stören. Und dann müssen wir bald mal wieder so eine Session machen und nach Bewohnern suchen. So. Aber dafür müssen wir auf jeden Fall noch ein paar mehr Meilentickets uns organisieren. So. Und nehmen wir noch die Kirschen mit. Und das Holz, das damit verbunden ist. Wir kommen KK im Regen. Der Chibi mit seiner Tasche, so geil, ey. So. Noch schön das Unkraut hier mitnehmen. Nicht vergessen, auch noch das hier einzulösen. Nice. Und dann können wir auch noch direkt ein Foto machen. Und noch ein bisschen Sachen verkaufen. Ah, das Wetter ist heute echt schlimm auf der Insel. Tatsächlich ist es in der Realität bei mir das Wetter sogar ziemlich gut. Und wir haben mal wieder das schöne Ballonbett und die Spielzeugkiste und den Reiskocher, glaube ich, was wir hier haben. So. Kann man wieder ein bisschen Sachen verkaufen für ein bisschen mehr Kohle. Wir haben jetzt einiges an Früchten hier gesammelt. Wir brauchen ja unbedingt noch mal ein bisschen was. So. Ein bisschen von dem Holz noch weg. Ach, endlich mal wieder ein bisschen mehr Geld. Aber ich denke mal, ich sammle jetzt erstmal ein bisschen Nukmine, sodass wir dann mal wieder auf die Suche nach einem neuen Bewohner gehen können.
So bald wie möglich auf jeden Fall. Wir haben ja immerhin schon fast wieder 10.000, also wenn wir noch das Foto machen und noch einen Ballon erwischen, dann hätten wir sogar schon einiges, was wir dann wieder an Sternis hätten. Aber dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und schon mal viel Vorfreude für den Museumstag. Und ich bin gespannt, was wir daraus bekommen. Weil natürlich werden wir da auch dann einen Stream machen nochmal. Aber dann sage ich jetzt tschüss und bis zum nächsten Mal zu einer neuen Runde Animal Crossing. Ciao, ciao.